Ahoi und Aloha, meine Lieben. Willkommen zurück zu Skyrim 2013 und der Mod Conan Hyborian Age. Ich muss zugeben, ich war schon vorhin hier kurz drin und bekam die Schlappe meines Lebens. Eine der Schlappen meines Lebens, sagen wir mal so. Und das liegt auch daran, dass die beiden Mädels hier nicht mit hineingelassen wurden. Die kommen ein bisschen später und die zwei Gegner, die ihr vielleicht hier sehen könnt, einer ist hier und einer weiter hinten auf dem Thron, die hauen rein, dass man kaum Hoppla sagen kann und schon ist man tot. Deswegen werde ich das Ganze etwas von der Langsamgangart jetzt angehen. Mit Hauruck und drauf ist nichts getan. Nur will ich nicht, dass ich sofort sterbe. Deswegen ganz, ganz ruhig. Da oben ist auch noch was zum Trinken. Das nehme ich doch. Ups. Jo, das ist die Avelia. Ist sie doch da? Ich muss nur aufpassen, dass sie nicht da hinten rumgeht. Und die zwei Gegner da erweckt in irgendeiner Weise. Super. Bleib hier, Lydia. Ah, Lydia, Entschuldigung. Mal schauen, ob ich von hier was anstellen kann. Da bewegt sich schon was. Conan? Ja. Mein Held. Mein Hero. Lecco mio. Wer ist das? Lexor. Schlechter Standpunkt. Ach nee, was wollt ihr denn hier? Das war Kacke. Okay, nochmal, aber diesmal im Schnelldurchlauf. Ich glaube, ich war doch zu weit. Ich muss weiter auf dem Podest bleiben, damit die Skelette nicht auf mich losstürzen. So, jetzt schauen wir nochmal. Jawohl. Das klingt wieder nach Vilja. Hier irgendwo war Conan. Jawohl, da ist Vilja. Lecco mio. We do stand against many. That's all that matters. Williard, mach was! Let's kill him. Nah.
Der stirbt einfach nicht. Endlich! 2 Millionen Pfeile später. Was ist das? Puh. 4000 wert. Gibt es überhaupt Händler, die so viele Kohle haben? Da ist nochmal was. 2750 wert. Super. F5. Gottes Willen. Und komm her, Schätzchen. Lass mich deine Extrataschen sehen. Gut, dass sie nicht gesagt hat, was hast du für komische Ausdrücke. Puh, da sind ja noch Drachenschuppen, aber ich muss erstmal meinen... Tja. Von mir aus. Der ist leer. Und wo ist denn der Dings? Rexor. Ja, also. Und 5 meiner Pfeile. Super. 2 Millionen abgeschossen und 5 Stück bekommen. Auch nicht schlecht. Hast du noch was? Nein. Und ich denke... Hier geht es jetzt um die Wurst, deswegen F5, Conan, komm zu mir. Oder lass es bleiben. Ich denke, der Hebel hier... Irgendwas hat es ausgelöst. Frag mich nicht was. Ah, doch. Frag mich was. Nee, nee. Stirb, du Schwein. Tulsa, du. Lecco mio. Da verschwinde ich lieber. Wie viele kommen denn da? Gott sei Dank heben die nicht viel aus. Ja, ja, versuch's nur. Was ist mit Tulsa? Der ist schon hinüber. Das ging ja schnell. Aha. Nein, werde ich nicht. Ciao. Das war kurz, aber heftig. 200 Gold. I love it. Weg ist er. Jetzt bin ich doch etwas perplex, aber andererseits auch heilfroh, nur 3 Anläufe gebraucht zu haben. Hätte schlimmer werden können, glaube ich mal. Starke Heilung. Leintuch. Einbalsamierung. Nö, nö, nö. Totenschädel. Wer braucht denn sowas? Irgendwelche Gruftis vielleicht? Hey, Geldbeutel. 19, sehr sauber. Nochmal 30.
und 13. Okay, ich denke, goldmäßig hat es sich gelohnt. Schauen wir nochmal hier rein. 9. 16 Pfeile, das lobe ich mir. Wenn jetzt Lydia da wäre, könnte ich sie ja mit dem Hammer oder mit dem dreischneidigen Beil ausstaffieren, aber scheinbar... Hui, es geht weiter. Es geht raus. Oder? Ja. Und Lydia ist immer noch verschollen. Die kennen wir ja noch. Ich mache mal kurz F5, falls noch eine Überraschung kommt. Und dann bin ich gespannt, ob es zum Ausgang geht oder ob noch ein paar zum Niedermetzeln sind. Irgendwie kommt mir das vor wie Batmans Höhle. Ja. Ich glaube, es war gar nicht eingeplant, dass man auch zwei Gefährten mitnimmt, so wie ich. Alter Angsthase. Oder erwachen alle wieder. Weiß der Geier. Ja, wo warst du vorhin, als ich dich gebraucht habe? Gut, gibt's nichts zum Klauen. Also dann wieder. Aber eigentlich kann es ja nur noch wieder retour gehen, wo ich hergekommen bin und dann durch dieses... Mann! Durch dieses Fallgittertürchen. Ja. Einmal ist gut. Einmal verarschen geht, aber zweimal... Nein. Jetzt warte ich noch kurz auf die Mädels. Nehmen wir sie doch. Oh. Fackel. Hier wird nicht lange gefackelt. Oder? Ich weiß nicht, aber irgendwie scheinen meine Gefährtinnen nicht ganz mod-tauglich zu sein. Nein? Gut. Den haben wir schon geplündert. Wie ist gut? Ich? Ja, das kommt mir doch bekannt vor. Der steht immer noch. Und dann muss ich, glaube ich, links weg. Da vorne. Hallo Mädels. Und? Da bin ich doch glatt her. Bin jetzt doof? Seltsam. Ja. Das war ein Seufzer der Verzweiflung. Also ich kann mir ja alles Mögliche nennen, aber Pfadfinder kann ich mich, glaube ich, nicht schimpfen. Hallo? Ja. Alles schon gesehen, was hier so rumliegt. Das habe ich nicht gesehen. Das kommt davon, wenn man es eilig hat. Aber ich denke, es wäre so und so nichts anderes übrig geblieben, als zu schwimmen. Ah.
So, ich würde sagen, gespeichert hat sie vorhin. Koboldschemel. Hier wird schnell noch geguckt, ob es der Ausgang ist. Ja. Hatten ja nicht genug Gold vorhin in der großen Halle. Wo, wo? Hier? Ich glaube, ich nehme noch ganz kurz einen Schluck. Bevor es weitergeht, kommt es zu mir. Entschuldigung, Lydia. So, und ja? Lydia. Sollst vielleicht nicht so viel sabbern, sondern deine Arbeit tun. Oh, ein kleiner Außenbordler. Gut. Geld ist immer gut. Ich glaube, die Elf hat es nicht erwischt, genau. Ja, aber jetzt. So, und das sollte jetzt aber Schluss mit lustig sein. Oder auch nicht. Oder wieder was aktivieren. Geht nicht. Tja, die Embers wollen nicht so, wie ich es will, deswegen, hoppla, würde ich sagen, Flammen an. Einmal. Keine Ahnung, ob der da brennt. Das sind Weißkappen. Immer noch nicht. Da hinten ist noch eins. Ich glaube, das kann noch länger dauern, bis ich da den Ausweg gefunden habe. Deswegen vielleicht den letzten Teil morgen. Bye bye.